Der erste FC Nürnberg gegen München Gladbach. Das war wirklich eine Top-Partie. Das wird sich dann später noch ausstellen. Der erste FCN gegen Borussia Mönchengladbach. Werden Sie die Aufstellung sehen, dass der Borussia Mönchengladbach vom Niederrhein. Dann hier Tommy Simmons, der Holländer, kam ja von Paceway Eindhoven. Die erste Chance hatte allerdings Juan Arango mit diesem Freistoß, der war abgefälscht, sonst wäre er gefährlich aufs Tor gekommen. Und dann hat das 1:0 durch Igor De Camargo nach starker Flanke von Philipp Dams, dem Belgier. Und er ist auch halb Belgier, halb Brasilianer. Und er macht das Tor für die Gladbacher Borussia. Hier sehen wir es nochmal. Philipp Dams mit einer riesen Flanke. Und Raphael Schäfer mit einem unglaublichen Torwartfehler. Schauen Sie sich das an. Hier. Oh ja. Ein ganz, ganz toller Torwartfehler. Hier nochmal zu sehen. Die nächste Chance hatten wieder die Gladbacher. Sie dominierten das Spiel. Idris Su mit diesem Schuss und Schäfer mit einer Unsicherheit. Das, was sich sonst immer so als schlecht erwiesen hat in der Hinrunde. Die Abwehr und der Sturm. Die zeigten heute ihre Qualitäten. Idris Su hat im Hinspiel in Nürnberg auch schon getroffen in der heimischen Arena. Mit dem Tor zum 2:0. Michael Bradley hier auf Igor De Camargo, ein klasse Pass. Und dann diese Unsicherheit von Pinola. Und dann nimmt Idris Su Raphael Schäfer aus. Wieder ein Fehler von der Nürnberger Abwehr. Die war heute ganz, ganz schlecht. Hier sehen wir es nochmal. Und ins Tor. Dann der Schuss von Jurid, aber gefangen von Christopher Heimroth. Dann wieder so ein klasse Pass von Idris Su auf De Camargo. Schäfer gerade noch so vor De Camargo am Ball und danach knallte es schon wieder. 3:0 für Gladbach. Idris Su in der Hinrunde eine Ladehemmung und jetzt schießt er sich das ganze Zeug. Die ganzen Tore schießt er jetzt in einem Spiel. Sein zweites an diesem Tag. Ganz, ganz klasse, wie der Angriff spielte und ganz, ganz schlecht, wie die Nürnberger Abwehr heute dort hinten rum bastelte an der richtigen Formation. Aber es hat nicht richtig funktioniert und dadurch machte Idris Su das Tor. Später dann das Tor des Spieltags, für mich zumindest bisher, das 4:0 durch Mohamedou Idris Su, dem Kameruner, sein Hattrick an diesem Tag. Hier sehen wir es nochmal. Juan Arango gegen, ich kann es nicht gerade richtig erkennen, und dann Idris Su einmal angenommen. Seitfalls hier. Und da in die rechte Ecke. Gucken Sie mal an, wie der Ball sich dreht. Unfassbar. Hier nochmal. Was für ein Weltklasse-Tor von dem Kameruner. Schäfer machtlos. Danach wollte der eingewechselte Karim Madmour auch noch seinen Senf dazugeben. Schäfer allerdings wieder mit einer kleinen Unsicherheit. Und dann 90. Minute. Bunyaku auf Schieber. Und das 4:1. Ja, wie viel Zeit ist noch auf der Uhr? Na, keine Minute mehr, das war's. Danach, nach diesem Spiel, wurde sogar nochmal der Anstoß gemacht. Und der kurz dann haben wir abgepfiffen. Blicken wir aber nochmal auf das Tor. Die Gladbacher haben schon abgeschaltet. Natürlich haben sie ein klasse Spiel gemacht. Aber dann, als Dante ausgewechselt wurde, ah ne, da ist er doch noch auf dem Platz. Dante hat heute, der Abwehrchef ist wieder mit dabei und dadurch ging es auch wieder bergauf. Und danach hier, wie gesagt, wurde abgepfiffen. Und dann war es das 4:1 gewinnt Gladbach gegen Nürnberg.